Hallöchen, ich bin auf der römischen Hafenstraße Kölns. Toll, oder eine Straße von vor 2000 Jahren. Aber wenn ihr so mal diese Straße anguckt und wie man hier drauf gehen kann, merkt ihr, das ist aber jetzt nicht wirklich schön, hier lang zu gehen. Waren die Römer etwa so schlecht im Straßenbau? Ich dachte, die wären Experten darin gewesen. Ja, die Römer sind es leider nicht schuld. Die römische Hafenstraße führte einst von der Colonia runter bis zum Rhein in den Hafen. Aber der Grund dafür, warum diese Straße so holprig ist, den gucken wir uns jetzt mal an. Seht ihr den Buchstaben P hinter mir? Das ist der Grund. Wir schreiben das Jahr 1969. Man will eine autogerechte Stadt. Man möchte, dass Leute perfekt direkt unterm Kölner Dom parken können. Dabei filmt man auch die Hafenstraße. Das Dumme ist nur, man möchte genau hier, wo die Hafenstraße gefunden wird, die Einfahrt bauen zur Tiefgarage. Kann doch nicht sein, dass so eine doofe alte Römerstraße im Weg steht. Darum entscheidet man sich, diese Römerstraße, die genau dort ist, 5 Meter nach Süden zu verlegen. So, richtig rum. Und zwar nach dahin. Man hat die Steine öffentlich gelagert, an der frischen Luft, mit Kreide markiert, nummeriert. Es fing an zu regnen, man hatte keine Ahnung mehr, wie man diese Steine zusammensetzt. Somit dachte man sich, ja komm, passt schon, irgendwie setzen wir die Steine wieder zusammen. Also das da ist keine originale Römerstraße mehr, das sind lediglich nur die Steine davon. Aber die Anordnung und so weiter stimmt überhaupt nicht.